Eine breite graue Schneise mitten in der Innenstadt. Die B14 durchtrennt Stuttgart seit Jahrzehnten. Dies soll sich nun radikal ändern. Sie soll in eine lebendige Stadtstraße mit Raum für Fußgänger und Fahrradfahrer umgewandelt werden. Das Ziel? Flächen für Wohnen, Arbeiten und Kultur. Mit halb so wenig Verkehr und doppelt so viel Lebensqualität. Gerade hier an der Oper sehen wir natürlich den ganzen Verkehrswahnsinn in all seiner Deutlichkeit. Wir haben hier bis zu 10 Spuren, die wichtigsten Kultureinrichtungen der Stadt eigentlich voneinander trennen. Unsere Absicht ist es, an dieser Stelle die Kulturmeile zu verlängern bis hin zur Leonhardskirche und hier in diesem Bereich der wichtigsten Kulturinstitutionen der Stadt einen breiten Stadtboulevard zu schaffen. Wir haben hier das Thema Landgewinn gewählt, wo wir die Straße auf das menschliche Maß zurückbauen und dadurch eben Orte schaffen, an denen neue Funktionen, die Erweiterung der Kulturmeile bis zum Gustav-Siegle-Haus, um eben diesem wichtigen Abschnitt der Stadt auch eine höhere Bedeutung wie jetzt zu geben. Wir stehen hier mitten unter der Paulinenbrücke. Also das ist ein ganz besonderer Ort in Stuttgart. Ein sozialer Brennpunkt war das viel. Und unsere Idee war im Grunde genommen, diesen Ort mit dem Herz des österreichischen Platzes, mit dem großen Verkehrskreisel zu verbinden. Und dass dort eben dann ein ganz besonderer Platzraum entsteht, der beidseitig statt von Verkehrsrampen, von kleinen Parks flankiert wird. Und das soll ein ganz neuer Ort werden und auch dieser Ort hier, in dem wir uns befinden, wird unterbaut, wird belebt und wird vom Unort zum Erlebnisort für Stuttgart.